Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz aus der letzten Ministerratssitzung dieses Jahres. Die Pressekonferenz geben Staatsminister, Leiter der Staatskanzlei Dr. Florian Herrmann, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber. Herr Dr. Herrmann, bitte schön. Vielen Dank und ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Herzliches Willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach der letzten Sitzung des Bayerischen Ministerrats, die wie immer unter der Leitung von Ministerpräsident Dr. Söder stattgefunden hat im Kabinettssaal der Bayerischen Staatskanzlei. Wir haben zwar die letzte Sitzung gehabt, waren aber trotzdem noch natürlich fleißig viele Themen besprochen, deshalb auch für die einzelnen Berichte die Kollegin Kaniber mit dabei, der Kollege Aiwanger. Ich möchte vielleicht ganz am Anfang kurz eingehen auf die erfreuliche Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Bayerischen Kreuzerlass von 2018. Aus unserer Sicht, das wird Sie nicht wundern, ist es selbstverständlich sehr erfreulich, dass das Bundesverwaltungsgericht mit seiner heutigen Entscheidung die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs bestätigt hat. Die Kläger hatten mit ihren Revisionen keinen Erfolg, also keinen Erfolg mit ihrem Antrag, die in den Dienstgebäuden der Behörden des Freistaats Bayern angebrachten Kreuze entfernen zu lassen. Die Kreuze verletzen nämlich, und das hat nicht nur der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, sondern eben jetzt auch das Bundesverwaltungsgericht als oberste Instanz, oberste verwaltungsgerichtliche Instanz in Deutschland, so bestätigt, die Kreuze verletzen die Kläger in keiner eigenen von Artikel 4 Absatz 1 und 2 des Grundgesetzes, also Religionsfreiheit, umfassten Freiheitsgewährleistungen. Das heißt, die Kreuze bleiben. So können wir in unseren Behörden weiterhin ein deutlich sichtbares Bekenntnis zu den Grundwerten unserer Rechts- und Gesellschaftsordnung und der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns anbringen. Es ist bemerkenswert, dass das Bundesverwaltungsgericht, auch wenn wir die Urteilsgründe jetzt noch nicht im Einzelnen kennen, aber eben die Pressemitteilung, von der ich ausgehe, dass sie im Wesentlichen die Urteilsgründe wiedergibt, dass das Bundesverwaltungsgericht also in dieser Entscheidung ausdrücklich feststellt, der Grundsatz der religiös-weltanschaulichen Neutralität verlangt vom Staat keinen vollständigen Verzicht auf religiöse Bezüge im Sinne einer strengen Laizität. Das ist eine ganz wichtige grundsätzliche Aussage des Gerichts, dass wir eben nicht das französische Modell der vollständigen, hundertprozentigen Laizität haben, sondern eben unser gewachsenes, überkommenes Staatskirchenrecht und eben Verhältnis von Staat und Kirche, so wie wir das gewohnt sind, wie es im Grundgesetz niedergelegt hat. Denn, und das halte ich auch für sehr wichtig, unsere Gesellschaft ist eben kein weltanschaulicher Reinraum, sozusagen kein geistesgeschichtliches Vakuum, sondern das Kreuz ist eben Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns. Es ist also auch eine inhaltliche Entscheidung, die heute getroffen wurde vom Bundesverwaltungsgericht, nicht nur eine rein formale oder eine auf Formalitäten abstellende Frage, Zulässigkeit oder Ähnliches, sondern eine klare Bestätigung dessen, was wir intendiert hatten mit dem Kreuzerlass seiner Zeit. Denn das Kreuz ist eben das grundlegende Symbol der christlich-abendländischen Prägung und damit der kulturellen Identität Bayerns. Es steht für elementare Werte wie Menschenwürde, Nächstenliebe und Toleranz. Und dieses Konzept hat das Bundesverwaltungsgericht in seiner heutigen Entscheidung erfreulicherweise zugrunde gelegt. Der christlich-abendländische Wertekanon oder man könnte auch sagen, der biblisch-christliche Blick auf den Menschen, der ja nichts vollständig Exklusives ist, sondern ganz im Gegenteil. Das Prinzip der Toleranz ist ja auch der weltanschaulichen Offenheit des Staates insgesamt, ist ja grundgelegt in unserer Verfassung, aber eben das Herkommen unseres Wertesystems und die historische Begründung und die geistesgeschichtliche Darlegung, die besteht eben auf dem christlich-abendländischen Wertekanon und das ist eine der Grundlagen unseres Rechtssystems und bleibt
bleibt somit weiterhin für alle Bürgerinnen und Bürger sichtbar. Ich halte es auch für ganz fundamental, gerade in Zeiten, in denen es auf eine Orientierung, eine wertegeleitete Orientierung ankommt, ist es wichtig, diese Zeichen unseres Werteverständnisses im öffentlichen Raum auch sichtbar zu halten. Man sieht in anderen Ländern, dass es eben mit strikter Laizität gesellschaftlich auch kein besseres Miteinander ist, sondern ganz im Gegenteil. Drum ist es sehr erfreulich, dass nach 5 Jahren das oberste Verwaltungsgericht Deutschlands das so entschieden hat. Im Übrigen möchte ich nur darauf hinweisen, dass wir heute die letzte Sitzung vor der Weihnachtspause hatten, sodass jetzt eigentlich Zeit zum Durchschnaufen besteht für alle. Wir kennen ja den alten Satz von Karl Valentin, wenn die Stadezeit vorbei ist, wird es auch wieder ruhiger. So ähnlich ist es natürlich auch in der Politik, aber gerade in einer sehr bewegten Zeit wie der unseren, wo innen- und außenpolitisch einfach jeden Tag irgendeine Neuigkeit passiert, auf die man reagieren muss oder wo man aktiv gestalten muss. Wir haben sehr viel geleistet in unserem Kabinett zusammen im abgelaufenen Jahr 2023. Es war heute die 36. Ministerratssitzung. Wir haben 32 Bundesratsinitiativen auf den Weg gebracht, 502 Vorlagen der verschiedenen Ministerien behandelt, insgesamt 280 Beschlüsse gefasst, also in der alten und in der neuen Legislatur im Jahr 2023. Wir waren 5-mal auswärts in Wunsiedel, Regensburg, Kaufbeuern, Bayreuth, Freyung. Wir hatten auch Gäste, die Sie sich sicher noch erinnern, die die Verankerung Bayerns in der Welt widerspiegelt. Ausländische Staatsgäste wie den tschechischen Ministerpräsidenten Fiala, den österreichischen Kanzler Nehammer, dann die wichtige Videoschalte Bürgermeister Klitschko von Kiew. Wir hatten die europäische Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu Gast. Wir haben uns mit der Wirtschaft, mit den DAX-Vorständen ausgetauscht, im Juli zum Beispiel, oder mit der VBW, dem Geschäftsführer Brossard im September. Wir haben uns aber auch zu Fragen der Gesellschaft und Ethik ausgetauscht, mit dem Ethikrat oder beziehungsweise mit der Vorsitzenden und dem Stellvertreter oder dem Zentralrat der Juden, mit dem Dr. Schuster. Und wir hatten mit Sachsen und mit Nordrhein-Westfalen jeweils auch gemeinsame Ministerratssitzungen. Also es war eine sehr intensive Zeit im Kabinett. Ministerpräsident hat auch 3 Auslandsreisen in diesem Jahr absolviert. Die letzte, sehr bekannt, Israel, mit dem Ziel der Solidarität mit Israel und jüdischem Leben, aber eben auch in Sachen Energie, Kroatien und Norditalien und in Sachen Intensivierung der Beziehungen Richtung Balkan mit Albanien und Rumänien, aber auch Fachkräftegewinnung. Das war die 3. der Reisen, die Ministerpräsident in diesem Jahr durchgeführt hat. Also, wir haben viel gearbeitet vor der Wahl, aber auch nach der Wahl schon wieder. Während andere jetzt gerade mal fertig sind mit ihren Koalitionsverhandlungen, hatten wir schon wieder die 6. Kabinettssitzung in der laufenden Legislatur. Wir haben in der laufenden Legislatur schon 9 Bundesratsinitiativen behandelt, 80 Ressortvorlagen und 32 Beschlüsse gefasst. In aller Regel wichtige Beschlüsse für unser Land, für unsere Zukunft und für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Insofern können wir schon nach getaner Arbeit in diesem Jahr jetzt mit einigermaßen Entspannung in die Weihnachtsfeiertage gehen, um dann wieder fit zu sein und nach den Weihnachtsfeiertagen, Weihnachtsferien wieder mit vollem Elan durchzustarten. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, von meiner Seite 2 Themen, die in den letzten Tagen für politische Aufmerksamkeit gesorgt haben. Einmal das Thema des Wärmeplanungsgesetzes und auf der anderen Seite die gestrichenen Zuschüsse für die Elektromobilität. Wärmeplanung beschäftigt in den nächsten Jahren sehr stark die bayerischen Kommunen und auch die Bürger, die eine eigene Heizung haben, respektive ans Wärmenetz angeschlossen werden wollen. Bayern wollte hier ja noch Schlimmeres verhindern, aber es ist jetzt beschlossen worden, dass zum 1. Januar 2024 eben das Gesetz der Wärmeplanung in Kraft tritt. Das da lautet, bis Mitte des Jahres 2026 müssen die Kommunen mit über 100.000 Einwohnern eine Wärmeplanung in ihrer Kommune haben und bis Mitte des Jahres 2028 dann die Kommunen unter 100.000 Einwohner. Vom Bund war hierzu ja großspurig versprochen worden, 500 Millionen den Ländern zu geben bei der Umsetzung dieser Wärmeplanungen. Das heißt,
Die Kommunen müssen dann mit Fachstellen ihre Bestandsgebäude prüfen und schauen, wo könnten wir künftig mit erneuerbaren Energien Wärmeplanung machen, wie können wir ein vielleicht heute von einer Gasheizung betriebenes Wärmenetz auf Hackschnitzel, auf erneuerbare Energien, auf Geothermie und so weiter umstellen. Das wird sehr viel Geld kosten am Ende, zunächst mal dem Freistaat Bayern auch Personalkosten, weil wir die Dinge betreuen müssen. Die Kommunen müssen dann vor Ort umsetzen. Wir erwarten hierzu natürlich dann auch Staatszuschüsse, also in vielen Fällen eine von Bundesseite offene Fragestellung, wer soll das Ganze am Ende bezahlen? Also große, teilweise auch ideologische Pläne innerhalb weniger Jahre, die Kommunen hier zu einem deutlich höheren Anteil von erneuerbaren Energien in den Wärmenetzen auch zu zwingen. Am Ende aber das Geld nicht dafür zu haben. Man könnte es auch irgendwo eine Känguru-Politik des Bundes nennen. Die wollen weite Sprünge machen und haben einen leeren Beutel. Irgendjemand soll es dann bezahlen. Also wir müssen hier möglichst pragmatisch mit den Kommunen in Bayern Lösungen finden, um kostendämpfend trotzdem die erneuerbaren Energien in der Wärmeplanung voranzutreiben. Wir sind in Bayern ohnehin bundesweit am weitesten bisher schon mit der Freiwilligkeit dieses Wärmethemas gekommen. Der Bund setzt aber auf die Pflicht und will künftig sogar alle 5 Jahre bestehende Wärmeplanungen erneut überarbeitet sehen, also dass eine Kommune die Dinge dann immer wieder fortschreiben muss. Ich hoffe, dass wir hier im Bund auch noch Einsehen bekommen, dass man die Dinge hier nicht übers Knie brechen kann. Der Bund hatte ja vor einiger Zeit hier 4 Milliarden dann auch versprochen für die Netze, auch um den Geothermieausbau voranzubringen, um die Fernwärmenetze, um die Wärmenetze auch zu bezuschussen. Das reicht natürlich dann hinten und vorne nicht, um hier voranzukommen. Also hier bleibt es spannend. Wir versuchen, die Kommunen bestmöglich zu betreuen und zu beraten und hier bezahlbare Lösungen gemeinsam mit den Hausbesitzern hinzubekommen und auf noch offene Rechtsfragen hinzuwirken, weil es ja derzeit so ist, dass die Hausbesitzer ja auch genötigt werden, muss man fast sagen, am Ende ihre Heizung auf 65% mindestens erneuerbar umzustellen. Und wenn sie an die Wärmenetze angeschlossen werden, fällt diese Pflicht an der Stelle weg. Also wird der Druck dann kommen, Richtung Kommunen ihre Wärmenetze entsprechend aufzustellen. Der zweite Punkt, die Elektromobilität. Auch das hat ja in den letzten Tagen für Furore gesorgt, dass sich die Grünen davon verabschiedet haben, E-Autos in dem Umfang zu fördern, wie es bis dato versprochen war, worauf sich auch die Industrie noch über viele Jahre eigentlich verlassen hatte, weil man ja das Ziel hat, bis 2030 mindestens 15 Millionen Elektroautos in Deutschland zu haben, bei derzeit 49 Millionen PKWs. Auch hier können wir sagen, der einzige, der hier nennenswert liefert, ist der Freistaat Bayern. Wir haben von 8,4 Millionen PKWs in Bayern 380.000 rein elektrische, was einen Anteil von 4,5% ausmacht, während wir im Bundesdurchschnitt bei 49 Millionen PKWs nur 2,1 Millionen an reinen Elektroautos haben, also 2%. Also hier deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Bayern hat hier auch in den letzten Jahren am massivsten gefördert bei den E-Ladesäulen. Wir haben von 21.000 öffentlich zugänglichen Ladesäulen hier eine Zahl, die kein anderes Bundesland aufwerfen kann. Also 20% der bundesweiten Ladesäulen E-Mobilität stehen in Bayern. 7.000 davon haben wir in den letzten 2 Jahren finanziert mit 20 Millionen bayerischem Geld. Und haben jetzt ein weiteres Förderprogramm dazu laufen und sogar noch für E-LKWs auch ein Ladesäulenprogramm, das vorbildlich für ganz Deutschland sein könnte. Also Bayern liefert, während andere reden. Trotzdem sehen wir, dass die Elektromobilität auch an Grenzen stoßen wird und sind nach wie vor der Überzeugung, dass das politisch-ideologisch
geprägte Verbrennerverbot 2035 falsch ist, dass wir technologieoffen bleiben müssen und dem Kunden am Ende seine Entscheidung offen lassen müssen, welches Auto er will, nicht dass wir politisch auf rein Elektro trimmen und am Ende die Ladesäulen nicht haben, die Technik nicht haben, um das auch flächendeckend umzusetzen. Also wir liefern, während andere reden. Ich will auch noch auf das Thema der IPCEIs, also wichtige Projekte von gemeinsamem europäischem Interesse, in Bezug auf die Batterietechnik hinweisen, wo wir hier in Bayern mit 78 Millionen Euro Landesmitteln mittlerweile dann Gesamtinvestitionen von 280 Millionen Euro auslösen, um bei Unternehmen wie BMW, wie Varta, wie SGL Carbon auch das Thema der Batterietechnik voranzubringen mit dem Thema Feststoffbatterien, Festkörperbatterien und Ähnliches. Also wir sind bei dem Thema deutschlandweit führend, aber ideologiefrei und sind der Überzeugung, wir müssen den Bürger die eigene Entscheidung am Ende lassen, in welche Richtung er gehen will, und sind auch der Überzeugung, dass alternative Antriebsstoffe auch gefördert werden müssen, was wir in Bayern tun. Also ein sehr wichtiges Thema, die Mobilität der Bürger. Wir sind überzeugt, die individuelle Mobilität muss weiterhin politisch ideologiefrei gesehen werden, nicht angeschwärzt werden, nicht politisch gemobbt werden nach dem Motto, man könnte ja alles mit Öffis erledigen. Wir haben die letzten Tage gesehen, was los ist, wenn es schneit oder wenn gestreikt wird, was bei den Öffis los ist. Also wir brauchen weiterhin unser Auto und brauchen auch weiterhin alle Antriebstechniken dazu. Dankeschön. Und Landwirtschaftsministerin Michaela Kannibner. Ja, vielen Dank, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren Medienvertreter. Wie könnte es denn nicht passender sein, zur Weihnachtszeit einen Bericht halten zu dürfen, wenn es um das Thema Genuss, Tradition, aber auch Heimat geht. Dahinter verbirgt sich aber auch eine klare Strategie, zum einen, wenn es darum geht, die Verbrauchersouveränität zu stärken, auf der einen Seite, aber vor allem auch, wenn wir die Ernährungssouveränität in unserem Land sichern wollen. Und genauso haben wir in den letzten Jahren einige Initiativen auf den Weg gebracht, die wirklich außerordentliche Früchte tragen. Denn wenn wir über die Regionalität sprechen, dann haben wir in Bayern Siegel, und ich kann jedem Verbraucher nur wärmstens ans Herz legen, diese Produkte auch ganz gezielt im Regal zu suchen. Nämlich einmal das geprüfte Siegel Bayern, also geprüfte Qualität aus Bayern. 84% der Menschen im Land, der Verbraucherinnen und Verbraucher, kennt bereits dieses Siegel und greift auch dazu. Damit kaufen sie nicht nur ein Stück, ein gutes Lebensmittel, sondern eben auch ein Stück Heimat. Genauso auch das Bio-Siegel. Viele Menschen greifen danach, suchen es eben auch ganz gezielt. Das ist eine vertrauensvolle Klarheit, die der Käufer, Einkäufer, der Kunde im Einkaufsladen auch hat, um hier zu wissen, das sind die Produkte, die aus Bayern heraus tatsächlich auch entstanden sind. Ganz wichtig ist uns natürlich die bayerische Esskultur. Immer öfter hören wir natürlich aus einer Ampelregierung, was vielleicht alles verboten werden soll. Wir setzen einen großen Stellenwert in die Tradition, in die Esskultur Bayerns. Die ganze Welt liebt bayerisches Essen und das wollen wir auch mit einem Drei-Säulen-Konzept bewahren. Wir haben die Genussorte in Bayern geschaffen, wir haben eine eigene Genussakademie und vor allem wir haben Genussschätze, die wir immer wieder prämieren mit einer ganz klaren regionalen Bedeutung und auch mit einem regionalen Bezug. Denn für uns ist es ganz wichtig, dass wir in Bayern sagen, Masse zu produzieren kann auch wer anderes, sondern wir wollen tatsächlich Klasse und Qualität. Ein zentraler Anspruch Bayerns ist es natürlich, dass wir die Kleinsten in unserer Gesellschaft schon mit einem Bewusstsein für gute und gesunde Lebensmittel ausstatten. Deswegen geht es uns vom Kindergartenkind genauso wie die älteren Herrschaften in unserer Gesellschaft, die wir natürlich genauso schulen und auch vor allem da haben wir für die Gemeinschaftsverpflegung, ob für den Kindergarten oder das Seniorenzentrum, allgemeine Leitlinien, Empfehlungslinien auch veröffentlicht. Da geht es im Wesentlichen, sind es die Leitgedanken der Gesundheit, der Wertschätzung der Urproduzenten, aber vor allem auch die Nachhaltigkeit und schlussendlich auch die Wirtschaftlichkeit. Wir haben im Zukunftsvertrag und im Koalitionsvertrag vereinbart, wir haben das große Ziel 2025 vor Augen, dass wir gesagt haben, unsere eigenen
bestehenden staatlichen Kantinen sollten tatsächlich mit 50% regionaler Ware, ob bio oder konventionell, ausgestattet sein. Auch da kommen wir sehr gut voran und ich lade Sie ganz herzlich ein, ab dem Januar 2024 auch uns im Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forst und Tourismus zu besuchen. Wir bekommen eine neue Kantine, haben eigentlich immer Bestbewertungen gehabt, wollen das natürlich weiterführen, ob das bayerische Strohschwein oder eine vegane Bowl bei uns bekommen Sie alles. Aber es geht natürlich darum, dass wir Absatz generieren wollen, Wertschöpfung schaffen wollen, vor allem in den Regionen Bayerns. Deswegen möchte ich einen Vorreiter, ein großes Netzwerk nennen. Es gibt die Genussregion Niederbayern, die tatsächlich es geschafft hat, Erzeuger und Endverbraucher zusammenzubringen. Ich möchte aber auch nicht verhehlen, dass wir das ähnliche Modell über die Ökomodellregionen flächendeckend fast in Bayern, also überall versprenkelt zwar, aber mit fast 50% der Fläche schon in Ökomodellregionen genau diese Wertschöpfungsketten auch unterstützt haben. Für mich persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die Menschen im ländlichen Raum ordentlich grundversorgen können. Dazu gehört ein ordentlicher Bäcker, Metzger, Wirt. Und deswegen haben wir auch das unter dem Motto der Heimatunternehmer in den letzten Jahren 25 Millionen Euro in die Hand genommen, um genau die Idee der Grundversorgung immer wieder neu aufzulegen und auch zu unterstützen. Eine große Sorge, die ist natürlich aktuell auch gegeben. Denken wir an das Wirtshaussterben. Das beunruhigt mich natürlich. Wir haben die große Sorge, dass auch aktuell aufgrund der Bestrebungen die 19% Mehrwertsteuer, die durch die Bundesregierung tatsächlich wieder auf den Plan gerufen werden, jedes 10. Wirtshaus auf dem Dorf gefährdet ist. Also es gibt da eine klare Hochrechnung und das darf eigentlich nicht passieren. Und mit Bedauern stellen wir fest, dass die Ampelregierung, die Koalition, überhaupt kein Einsehen haben. Essen darf definitiv nicht zum Luxusgut werden und wir dürfen hier wirklich nicht sehenden Auges in eine nächste kleine Wirtshauskrise fallen. Genauso ist mir der Punkt auch wichtig, nochmal vielleicht, Sie können sich erinnern, das Thema Werbeverbot und Zuckersteuer, also Werbung für Kinderlebensmittel genauso wie für eine Einführung der Zuckersteuer, das halten wir ehrlicherweise als ernährungspolitische falsche Vorschläge. Warum? Weil es, glaube ich, alles steht und fällt mit einer ordentlichen Beschulung und einer ordentlichen Bewusstseinsbildung im kleinsten Alter in unserer Gesellschaft. Deswegen stehen wir auch dazu, dass wir in Kindergärten und auch in den Schulen hier mit den Kindern in den Bildungsprogrammen ordentlich arbeiten, dass wir den Zusammenhang der Urproduktion auch immer wieder versuchen zu erklären und was es bedeutet, vor allem sich gesund und ausgewogen auch zu ernähren und zu essen. Genauso möchte ich aber auch sagen, es wird ja immer wieder diskutiert, Fettleibigkeit in den einzelnen auch Altersgruppen. Also auch da, glaube ich, darf man deutlich sagen, da stagnieren auf einem sehr moderaten Niveau die Zahlen und zwar ganz ohne Verbote. Also man will es gar nicht glauben, aber es geht tatsächlich ohne diese Vorgaben aus Berlin. Bei den Erwachsenen ist der Trend laut dem letzten Mikrozensus 2021 in Bayern sogar rückläufig. Das heißt, wir haben in Bayern wahnsinnig intelligente Menschen, tolle Verbraucherinnen und Verbraucher, die genau wissen, was ihnen gut tut, was ihnen schmeckt und sie achten auch noch auf ihr Gewicht. Und deswegen bleiben wir dabei, wir haben ein bayernweites Netzwerk für junge Eltern und Familien. Wir ermöglichen hier genauso auch viele Coachings und auch Weiterbildungsmöglichkeiten und genauso machen wir ein Netzwerk auf für die Generation 55+. Das heißt ja auch, dass unsere Senioren in Bayern sich gesund und ausgewogen ernähren sollen. Ja, wir setzen hier wirklich auf ein stimmiges Gesamtpaket, ich möchte das ausdrücklich sagen, und weil ich schon über so viel über Ausbildung und Bewusstseinsbildung gesprochen habe, möchte ich nur noch mal dazu sagen, dass wir Frauen und Männer in diesem Land auch brauchen, die genau dieses Wissen weitergeben an den Schulen, an den Kindergärten, und ich bin wahrlich stolz, das möchte ich schon sagen, wir haben aktuell knapp 1000 Studierende an den Landwirtschafts- und Hauswirtschaftsfachschulen, die genau mit diesem Wissen auch durchs Land gehen. Das sind tolle
Multiplikatoren, tolle junge Frauen und Männer, die ihr ganzes Wissen eben dann auch in Bayern preisgeben. Also, zum Schluss ein Fazit: Nach eigenem Gusto soll jeder genießen, was immer ihm denn beliebt ist. Und ich glaube, in diesem Sinne darf man auch sagen, ich hoffe auf gesegnete Weihnachten für die Menschen in unserem Land und ich hoffe so sehr, dass sich viele entscheiden für wahrlich bayerische Produkte und ganz gleich welcher Form. Gottes reichen Segen für unsere Heimat, aber vor allem für unsere bayerische Landwirtschaft. Vielen Dank. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Den Anfang macht Lisa Weiß vom Bayerischen Rundfunk. Mikrofon noch, bitte schön. Danke. Danke erstmal für die weihnachtliche Einstimmung. Ich hätte jetzt noch eine Frage zu den Bauernprotesten und den Agrarsubventionen. Da hat der jetzt Özdemir mehr oder weniger eingelenkt. Reicht das denn, um sozusagen den Weihnachtsfrieden wiederherzustellen oder ist das zu wenig? Das ist jetzt eine Frage natürlich an Sie, Frau Kaniber. Ich würde aber auch gern die Meinung von Herrn Aiwanger dazu haben, nachdem Sie sich ja auch viel dazu geäußert haben. Ja, also ich glaube, dass es gestern sehr deutlich in Berlin geworden ist, es darf keine faulen Kompromisse mehr geben. Man sieht, dass die Bundesregierung auf allen Feldern in den letzten 2 Jahren, vor allem auch in der Landwirtschaft, gnadenlos versagt hat. Und zwischen den vielen Sargnägeln, die bis jetzt eingeschlagen worden sind, war dessen natürlich jetzt nochmal ein Tropfen, der das Fass wahrlich zum Überlaufen, wenn nicht sogar zum Zerreißen gebracht hat. Und deswegen war die Botschaft gestern auch sehr deutlich und sehr klar herauszuhören, dass sich weder der Deutsche Bauernverband noch LSV und schon gar nicht wir aus Bayern heraus mit irgendeiner Teillösung zufrieden geben. Ich finde es eigentlich erschreckend, dass wir hier eine Halbwertszeit der Entscheidungen einer Bundesregierung erleben, die immer wieder etwas auf das Tableau legt, aber dann in kürzester Zeit wieder rückabwickeln muss. Und es kann jetzt nicht sein, dass es dann heißt, naja, Agrardieselrückerstattung wird vielleicht dann doch nicht fallen, aber dafür muss dann die Kfz-Steuer gezahlt werden. Also ich kann nur sagen, die Botschaft aus Bayern ist, glaube ich, unmissverständlich, dass man hier unsere Urproduzenten tatsächlich entlasten muss. Es geht um die Urproduktion von Lebensmitteln. Wir können nicht zuschauen, wie wir in einen Wettbewerbsnachteil innerhalb Europas fallen. Und denn eins ist klar, wenn auch die Lebensmittel vielleicht sogar teurer werden, auch Landwirte haben ja mit Kostensteigerungen zu kämpfen, wenn Lebensmittel teurer werden sollten, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder steigt der Import billiger Produkte, das wollen wir auch allein klimapolitisch schon mal nicht, oder der LEH listet unsere Produkte aus und das darf auf keinen Fall passieren. Ja, das darf nicht passieren, denn dann schwinden auch tatsächlich unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Das ist ein Todesstoß, den wir auf keinen Fall dulden werden. Ja, es ist eine politische Scharlatanerie, was die Ampel hier betreibt, dass sie nicht sieht, was das in der Landwirtschaft bedeutet und dass sie nicht sieht, welche Emotionen hier freigesetzt werden. Hier wird in Milliardenhöhe in die Geldbörse der Bauern gegriffen. Hier wird der Diesel deutlich teurer, was jeden einzelnen Betrieb um mehrere tausend Euro pro Jahr mehr belasten wird, während unsere europäischen Mitbewerber teilweise völlig ohne Dieselbesteuerung ihre Felder bestellen, zahlen die deutschen Bauern jetzt dann 47 Cent. Ob es hier wirklich ein Zurück gibt, ist in den Sternen. Herr Özdemir hat es vage angedeutet, dass er nicht ganz glücklich darüber sei, obwohl er es früher selber gefordert hat. Und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass diese Thematik aus seinem Haus als Sparvorschlag eingeht, ohne sein Wissen. Und die Thematik auch, dass die FDP hiermit jetzt von der Basis her sagt, sie sind nicht glücklich darüber, Lindner das aber trotzdem so bisher mitgetragen hat, das zeigt einfach, dass hier ja politische Scharlatane am Werk sind. Ich sage das nochmal in dieser Deutlichkeit und dass man genau die Berufsgruppe trifft, die ohnehin am massivsten in den letzten Jahren getroffen war. Wir verlieren Bauernhöfe ohne Ende Jahr für Jahr. Es sind nicht mehr viele, die überhaupt den Beruf des Landwirts ergreifen. Wir sind immer mehr von Importen abhängig, wo wir nicht wissen, wie die Ware produziert wird. Und der Bürger ist auch kein Gewinner der Thematik, denn entweder steigen die Preise für seine Lebensmittel oder es sinkt die Qualität. Aber billig
und Gut gibt es auf Dauer nicht. Und insofern kann man nur den Kopf schütteln. Und es ist ja eine Vielzahl weiterer Maßnahmen, die wir heute gar nicht aufzählen wollen, wie die Bauern getroffen werden, von der Thematik der roten Gebiete und so weiter, bis hin zum Wolfsthema, wo der Bund nicht liefert, die Bauern im Regen stehen lässt. Und dieses Thema Agrardiesel ist eben in meinen Augen eine Kriegserklärung an die Landwirte. Die verstehen das auch so. Und ich bin überzeugt, dass das Thema noch nicht vom Tisch ist, sondern dass es dort erst richtig losgeht in den nächsten Monaten. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Von dieser Stelle aus schöne Feiertage, erholsame Feiertage alle. Vielen Dank.